freut mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Ich denke, das Wetter hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass Sie heute hierher gekommen sind. Ich hatte allerdings alle vermutet, dass Sie sich irgendwo im Stadion näher aufhalten, um da mitzufeiern. Aber deswegen freut es mich umso mehr, dass Sie heute hier sind. Bei dem Vortrag Emotion pur, der Home Measurement Service für high-endiges Musikhören. Ja, mein Name ist Thomas Terrei und ich werde versuchen, Sie so die nächsten 20, 25 Minuten durch dieses Thema zu führen und Ihnen eine Technologie nahezubringen, mit der wir uns seit einigen Jahren beschäftigen, um Musik wirklich wieder Emotionen beizubringen. Das Leid eines High-Enders ist häufig nur die Zweidimensionalität der Musikwiedergabe. Das heißt, so wie Sie das Bild hier sehen, in dem Chaos, die Herren bitte nicht nur auf diesen großen roten Mund achten. Das hat damit zu tun, dass der Sänger eher wie ein Breitmaulfrosch dargestellt wird. Alle Musiker sitzen auf einer Bank, das Klavier, das Saxophon, das Schlagzeug und auch die Gitarre. Das ist so das, was wir üblicherweise erleben, wenn wir zu unseren Kunden kommen. Und das ist eigentlich der Wunsch, den sich viele High-Ender wünschen, möglichst eine Dreidimensionalität der Musikwiedergabe, was bedeutet, ich möchte eine Raumtiefe haben, eine Aufsplittung der Stimmen mit einer Vorderstimme und Background-Sängern und das Schlagzeug, was auch irgendwo etwas im Hintergrund steht, sodass man wirklich die Möglichkeit hat, eine Bühne wahrzunehmen, um die Musik genießen zu können. Ja, und wie man da hinkommt, das werde ich mal versuchen, Ihnen nahezubringen. Wie alles begann? Es gibt natürlich verschiedene Meilensteine der Klangverbesserung. Jeder kennt noch das klassische Monoradio. Im Jahre 1970 kam die Stereo-Wiedergabe mit auf den Markt. Dann ging es weiter. 10 Jahre später begann das erste Kabeltuning. Heiß umstrittenes Thema. 1990 ungefähr ging es weiter mit Raumtuning. Dann kam die Einmesselektronik. Und jetzt seit 2004 beschäftigt sich die Firma Kreaktiv mit dem Thema Klangverbesserung und bezieht auch erstmals systematisch Mensch und Umwelt mit ein. Was das bedeutet, möchte ich Ihnen im Folgenden erklären. Deswegen erstmal ein kleiner Exkurs. Wir nehmen an, elektromagnetische und elektrische Störwellen beeinflussen den menschlichen Körper und damit auch die Wahrnehmungsfähigkeit. Um das mal etwas zu hinterfragen, gucken wir uns die Funktionsweise des menschlichen Gehörs an. Man sieht das Außenohr mit dem Schall, der in das zum Trommelfell hinkommt, was eine Bewegung auslöst. Wir sehen das Mittelohr, das Innenohr mit der Gehörschnecke, wo die Umwandlung der Impulse in Nervenimpulse dann geschieht. Schauen wir uns das noch etwas dezidierter an. Wir sehen die Tektorialmembran aktiviert, auch durch das Trommelfell. Und da auch die Sinneszellen, die Rezeptorzellen direkt hier an der Tektorialmembran, die werden gereizt und die Impulse werden in elektrische Informationen umgewandelt und dann an den Hörnerv weitergeleitet. Ja, welche nachgewiesenen Einflüsse gibt es denn von Elektrosmog auf das Gehör? Das ist unser spezielles Thema. Wir beschäftigen uns auch mit dem Thema Baubiologie und damit mit Biologie und mit Physik. Und wir haben deswegen eine Verbindung hergestellt, nämlich den Einfluss von elektromagnetischen Interferenzen auf Reizleitersysteme. Elektromagnetische Interferenzen sind in, sage ich mal, der Umgangssprache
Elektrosmog. Wir haben also Energiefelder, die in der Physik entstehen und die haben einen Einfluss auf die Biologie und dies verändert auch das Stresspotenzial des Menschen, des Körpers und damit auch auf seine Wahrnehmungsfähigkeit. Elektromagnetische Interferenzen bewirken Stresspotenziale, beeinflussen die Wahrnehmung und damit aber auch das Hörsystem. Warum ist das so? Wirken elektromagnetische Interferenzen auf die Reizleitung, so verändert sich automatisch das musikalische Empfinden. Daraus entsteht ein Verrauschen und dieses wiederum führt zu einer verminderten Aufnahme von akustischen Informationen, was nichts anderes heißt. Es gibt keine korrekte Trennung mehr der einzelnen Schallereignisse. Der Nutzschall vermischt sich mit Störschall und wird nicht mehr so sauber getrennt, wie man das gerne möchte. Man bezeichnet das als einen psychoakustischen Effekt. Hier eine Sache, die uns immer viel Spaß macht, wenn wir auf Partys sind. Deshalb auch dieser Begriff Cocktail-Party-Effekt. Hier, das bezeichnet die Möglichkeit des Menschen, sein Hören einzusetzen. Die Definition, intelligentes und selektives Hören beeinflusst die Fähigkeit des menschlichen Gehörsinns. Bei Anwesenheit mehrerer Schallquellen, die Schallanteile einer bestimmten Schallquelle aus dem Gemisch des Störschalls zu extrahieren. Was heißt das? Tja, wir sitzen hier, Sie haben hier durchaus äußere Einflüsse, wir hören Stimmen von außerhalb, teilweise im Hintergrund ein wenig Musik. Trotzdem können Sie meiner Stimme folgen, was daran liegt, dass das Gehör durchaus in der Lage ist, eine Fokussierung vorzunehmen und die äußeren Einflüsse zu unterdrücken. Das ist ungefähr möglich bis zu einer Höhe von etwa 10 bis 12 Dezibel. Wenn man diese Fähigkeit nicht mehr hat, gerade im Alter, spricht man auch von Schwerhörigkeit. Aber auch durch elektromagnetische Interferenzen, also durch Elektrosmog, wird diese Fähigkeit reduziert. Ja, was sind das denn überhaupt? Was sind elektromagnetische Interferenzen? Was ist Elektrosmog? Wir stellen uns einen Raum vor mit einer Stromquelle. Und diese Stromquelle alleine macht eigentlich noch keinen Sinn. Das ist kein Problem. Kommt eine zweite Quelle aber hinzu, entsteht daraus eine Interferenz zwischen diesen beiden Quellen. Da das über die letzten Jahre nicht so geblieben ist, kommen natürlich noch weitere Stromquellen hinzu und dieser Effekt verstärkt sich logarithmisch und wir bezeichnen dies dann als elektromagnetische Interferenz bzw. Wechselwirkung. Und diesem Thema haben wir uns in besonderer Weise angenommen. Wir unterscheiden nach natürlichen und ursprünglichen physikalischen Energiefeldern. Jeder kennt das magnetische Gleichfeld, 7,8 Hertz, die Schumann-Resonanz. Damit leben wir. Unser Körper arbeitet mit Strom und dementsprechend finden wir auch die 7,8 Hertz in unserer Motorik wieder, in unserer Gestik und evolutionsbedingt haben wir diese Frequenz in unseren Körper mit aufgenommen. Diese Gleichfelder waren immer vorhanden. Inzwischen ist es aber so, dass es auch technische und künstlich erzeugte Energiefelder gibt. Das ist beim Hausstrom so, das sind Wechselfelder, die entstehen, es gibt elektromagnetische Wellen, es gibt Hochfrequenz. Also diese künstlichen schwingenden Felder gibt es noch nicht mal so lange, sondern seit etwa gut 100 Jahren und seit 10 Jahren mit absolut stark ansteigender Tendenz. Was es da so im Einzelnen gibt, sehen wir hier. Es fängt an mit der Eisenbahn, die 16,7 Hertz erzeugt und das Umfeld damit umstrahlt.
die Stromversorgung zu Hause, 50 Hertz, das Radio, Mobilfunk, Radargeräte, DCT-Telefone. Alles dieses sind Themen, die jetzt inzwischen unser Leben mitbestimmen. Und diese Wechselwirkungen, also diese magnetischen Gleichfelder, die elektrischen Gleichfelder, die magnetischen Wechselfelder und die elektrischen Wechselfelder und die Wellen, die natürlich und künstlich erzeugt sind, ergeben dann im Endeffekt die elektromagnetische Interferenz. Und je mehr davon vorhanden ist, umso höher ist auch die Signalmenge und der Einfluss auf den menschlichen Körper. Um nachzuweisen, wie diese einzelnen Frequenzen bei uns zu Hause entstehen und wo sie auftreten, dafür haben wir eine Messmethode entwickelt. Wer ist wir? Es gibt eine geophysikalische Forschungsgruppe, die GFG, die mit dem Kontakt zu Universitäten medizinische und Physikprojekte durchführt, um den Einfluss auf den Körper herauszuarbeiten, alles in Bezug auf das Thema Elektrosmog. Dieses Know-how, was man dort sich aneignet, geht weiter zu der Firma Gabriel-Tech. Das ist unser Partner, mit dem wir zusammenarbeiten und der sich mit diesem Thema im Bereich Entstörung an Häusern, im Mobilfunk für Fahrzeuge und Wassersysteme beschäftigt, aber auch dieses Messverfahren entwickelt hat und dieses im baubiologischen Bereich einsetzt. Die Firma Kreaktiv, die wir hier finden in Halle 3, Stand D19, also wir sind hinten rechts im Eck der Halle, da können Sie uns gerne besuchen und uns weiter noch befragen. Wir nutzen dieses Messverfahren gerade auch für den HiFi-Bereich und dementsprechend sind unsere Kunden im HiFi und Surround zu finden. Wir entstören Hörräume, prüfen diese und zertifizieren auch Studios, Showrooms, Musikstudios und so weiter. Ja, kommen wir da mal langsam zum Punkt. Wie kommen wir diesen Hotspots auf die Spur? Um die Störfelder im Hörraum zu lokalisieren, steht an jedem Anfang einer Entstörung eine umfangreiche Messanalyse. Diese Messanalyse haben wir uns bisher als einziges Unternehmen weltweit vom TÜV zertifizieren lassen. Und der Geltungsbereich, das sehen Sie hier unten, ist auch einmalig. Es geht um die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Messung, Analyse, Visualisierung und Beratung, Entstörung des Erdmagnetfeldes, elektrischer und magnetischer Felder, elektromagnetischer Wellen sowie gemeinsamer Wechselwirkungen. Und wir kommen wieder zu dem Punkt elektromagnetische Interferenz. Also Elektrosmog. Was messen wir überhaupt? Wir messen elektrische niederfrequente Wechselfelder. Wir messen niederfrequente magnetische Wechselfelder und magnetische Gleichfelder, also das Geomagnetfeld. Jeder kennt die Wünschelrute. Das können wir elektronisch nachvollziehen. Und natürlich, das ist ein sehr wichtiges Thema, Hochfrequenz. Das heißt, wir ermitteln tendenziell die Strahlungsdichte von Mobilfunknetzen und Hausinstallationen. Wie gehen wir vor? Wir haben ein sogenanntes Neuner-Raster. Und die Sonden werden also bei Ihnen im Raum herumgetragen, an 9 Punkten aufgestellt, so dass wir etwa 15 bis 20 Quadratmeter des Raumes abdecken und können daraus die Werte entnehmen.
die Entstörtechnologie, die wir einsetzen, beruht auf einem stromlosen, rückkoppelnden Verfahren. Das bedeutet, wenn ich ein Trägermaterial habe, was unbeeinflusst ist und ich das in ein elektromagnetisches Feld halte, dann passiert damit im Grunde gar nichts. Es wird nur entsprechend seiner Beschaffenheit in den Raum zurückgeworfen. Und das ist die Krux der Technologie, mit der wir arbeiten. Wir nutzen ein sogenanntes informiertes Trägermaterial, das zur Folge hat, dass ich in der Lage bin, den elektromagnetischen Impuls so weit zu beeinflussen, dass die Rückkopplung nicht mehr so dargestellt wird, wie es in seinem Ursprung war. Schauen wir uns mal so eine Messung an. Hier sind wir vor einer Entstörung. Wir haben hier einen Raum. Man sieht seitlich, man kann sich vorstellen, die Lautsprecher. Und in der Mitte, was so stark blau sich darstellt, das ist ein Plasmabildschirm, der sich sehr stark im Raum bemerkbar macht. Hinten eine Beleuchtung mit einem Transformator und auch mit einem Magneten. Das, was wir hier sehen, ist das Erdmagnetfeld. Der Punkt Null befindet sich hier in der Mitte. Wir messen also nicht die Höhe, sondern wir messen die Zerrissenheit des Feldes. Und die Werte dazu finden wir in dieser Messanalyse direkt auf der rechten Seite, was uns natürlich dann die Möglichkeit gibt, die Intensität der Strahlung zu eruieren und dann eben daraus Schlüsse zu ziehen, wie wir eine Entstörung in einem Raum vornehmen können. Gehen wir mal davon aus, wir haben das jetzt entstört. Dieses Zimmer ist jetzt vor einer Stunde entstört worden und man sieht, das Feld fängt an, sich zu verändern. Das, was, auch wenn es hier etwas stärker ist in der Mitte, stellt man doch fest, dass die Farben nicht mehr ganz so intensiv sind und dass nach und nach die Werte sich gegen den Mittelpunkt hin bewegen. Jetzt gucken wir uns das 24 Stunden später an. Und tatsächlich, der Wert hat sich also nochmal verändert. Man sieht hier in der Ecke nochmal einen Punkt, der vorher von einem Lautsprecher verdeckt war, der dann auch noch entstört werden musste. Aber auch hier sieht man, die Strahlung reduziert sich und nähert sich dem Mittelpunkt, also dem Idealpunkt des Erdmagnetfeldes. Was würde denn so eine Messung kosten? Leider hat alles seinen Preis. Wir bieten eine Hörraummessung an für 350 Euro. Diese beinhaltet aber auch einen Workshop, wo wir Ihnen zeigen können, mit unseren Entstörprodukten, wie Sie zu dieser dreidimensionalen Abbildung kommen können und eben den Musikgenuss mitnehmen können. Es ist aber auch so, am Ende nehmen wir alles wieder mit. Es bleibt Ihnen überlassen, was Sie gerne machen möchten. Jeder Mensch hört etwas anders. Also mein Gehör muss nicht so reagieren wie Ihres. Da gibt es durchaus mal Unterschiede. Und dementsprechend können wir Ihnen dann Empfehlungen geben oder Sie können dann eben nach Ihren Wünschen aussuchen, was Sie gerne machen möchten. Genommen, Sie sagen, naja, also das hat auch noch baubiologisch auch ein Dafürhalten, dass ich das Thema mal ernst nehme. Eine zweite Messung wird dann wesentlich günstiger. Ein Schlafzimmer würde demnach nur noch 150 Euro kosten. Diese Messung besteht dann wieder aus diesen vier Teilmessungen, wie vorher beschrieben. Und ab der dritten Messung sind es dann nur noch lediglich 100 Euro. So, jetzt kommen wir langsam dahin, was man machen könnte. Im ersten Schritt steht natürlich immer das Thema Prävention. Also ich versuche natürlich analog zur Baubiologie die Strahlungen, die im Raum sind, die ich vermeiden kann, zu reduzieren oder einfach auszuhebeln,
rauszunehmen aus dem Raum. Zum Beispiel nutze ich künftig eine geschirmte und geerdete Verkabelung und auch spezielle Unterputzdosen. Das geht natürlich dann nur, wenn ich teilweise in der Lage bin, einen Raum zu sanieren oder neu zu bauen. Aber wesentlich einfacher zum Beispiel ist eine Fasung der zweipoligen elektrischen Verbraucher, nämlich beispielsweise Lampen. Dann versuche ich, soweit es möglich ist, hochfrequente Funkinstallationen im Haus, wie zum Beispiel WLAN, DECT oder auch ein Babyphone, was auch in dem gleichen Standard arbeitet, so weit wie möglich zu reduzieren. Es gibt entsprechende Geräte dafür, mit denen man umgehen kann, also ein WLAN, was über Nacht abschaltet. DECT gibt es, da gibt es Telefone mit dem sogenannten Echo-Modus. Ja, oder es gibt auch entsprechende Babyphones, die nicht mehr in der Intensität strahlen. Wir versuchen zu vermeiden, dass zusätzliche Glasflächen im Hörraum installiert werden. Glastische, Spiegel oder Glasbilderrahmen sind immer ein Faktor, Resonanzen zu erzeugen und das Klangbild zu verschlechtern. Der nächste Schritt: Reduzierung der Störungen durch Entstörungsmaßnahmen im Hörraum. Jetzt sind wir bei dieser Technologie. Wir können Verglasung entstören und damit die Resonanzen reduzieren. Wir können das WLAN entstören, DECT-Telefone, Alarmanlagen, Rauchwarner, die Fußbodenheizung, Solaranlagen und natürlich auch die Beleuchtung im Raum, beispielsweise wenn es Transformatoren gibt bei Niedervolt-Halogenleuchten oder eben Konverter, die gerne eingesetzt werden bei LCD-Beleuchtung. Der nächste Schritt. Auch an den Komponenten selber lassen sich natürlich sehr viele Dinge tun. Das beginnt beim Hausanschlusskasten, das geht über die Steckdosen, das geht über das Gehäuse der Anlage. Gerätedisplays haben eine hochfrequente Einstrahlung in das Gerät hinein. Auch solche Dinge lassen sich mit unserer Technologie reduzieren. Und auch das REC ist immer wieder mal ein Punkt. Diese Raumklangtechnik, die wir einsetzen, wir nehmen einerseits ein hochverdichtetes gewalztes Aluminium als Basis oder ein spezielles Kristallglas, das mit dieser Energetik behandelt wird. Und mit all diesen Schritten, die man dann im Raum anwendet, erzielen Sie einen transparenten Klang mit einem klaren und besten festen Bassfundament und das, was ich anfangs sagte, einer dreidimensionalen holographischen Durchzeichnung. Ja, wo finden Sie uns? Ich sagte es schon, wir sind hier in Halle 3, also nicht weit weg. Ungefähr ja, 50 Schritt bis zum Stand D19. Oder Sie finden uns in Bad Honnef, dort ist die Zentrale der Audio Selection Kreativ GmbH. Oder wenn Sie natürlich lieber den direkten Kontakt zu mir mögen, ich bin auch aus Bad Honnef, bin auch gleich mit wieder am Stand, bin gerne für Fragen da und stehe natürlich für alle möglichen Fragen dann gerne zur Verfügung. Unterlagen habe ich hier vorne für Sie vorbereitet. Flyer, es gibt einen Test aus der Zeitschrift Hörerlebnis. Kann ich Ihnen sehr, sehr empfehlen, den mal mitzunehmen und mal durchzulesen. Dort finden Sie eine sehr dezidierte Beschreibung der Technologie und auch des Messservice. Und komme damit auch schon zum Ende. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Konzentration trotz der Umgebungsgeräusche und möchte jetzt als nächsten Gastredner den Herrn Maurer begrüßen von der Firma Phonosophie, an den ich jetzt übergeben möchte und damit herzlichen Dank.